Hallo und herzlich willkommen zum Workout für schlanke, starke Beine und einen straffen Po. Lass uns gleich beginnen. Wir beginnen mit einem Warm-up. Atme ein, erstmal ankommen hier und ausatmen. Letztes Mal einatmen, mach dich lang und ausatmen. Du solltest einen Beckenbreiten oder einen breiteren Stand haben und wir gehen in die Squats. Beginne langsam, nicht ganz so tief gehen. Spüre, wie sich deine Oberschenkel erwärmen. Setz dich jedes Mal, wenn du tief gehst, noch ein Stückchen tiefer. Komm an deinen tiefsten Punkt, aber lass dir Zeit. Es ist sozusagen das Warm-up und gleichzeitig die erste Kraftübung. Wir gehen aus dieser Übung allerdings gleich weiter, sodass du wirklich alles so richtig mit dabei hast und vor allen Dingen spürst. So, setz dich tief und hoch. Wenn du dich tief setzt, schiebst du das Becken zurück. Die Knie bleiben möglichst still und ruhig am Platz, maximal über der Mitte des Fußes. Und du drückst dich über die Fersen hoch. So bekommst du noch ein bisschen mehr Power in den Oberschenkel. Tief und hoch. Tief und hoch. Und da du sicher schon einige Male die Squats gemacht hast, vielleicht, gehen wir jetzt gleich weiter. Wenn du magst, nimmst du die Arme vor und nimmst sie wieder zurück, wenn du dich aufrichtest. Und hoch und tief. Damit es jetzt richtig in den Po geht, in die Seite vom Po, geh tief und nimm einen Sidekick. Und tief und nur nach rechts. Und tief und hoch. Du kannst auch deine Hände am Becken lassen und hoch. Einen tiefen Squat und einen Sidekick. Und tief und Sidekick. Und tief und Sidekick. Hier bekommst du richtig schlanke und sehr starke Oberschenkel. Und dann noch einen straffen Po. Vor allen Dingen in dem Fall die Außenseite. Und tief und rechts und tief. Bleib auf deinem linken, auf dem Standbein richtig fest. Und tief und hoch. Vielleicht merkst du jetzt schon, das wird ganz schön warm. Und tief, mach weiter. Und hoch. Tief. Während du hier weitermachst, fühl dich einmal in deinen Bauch bitte. Der sollte immer fest sein, damit du hier ausstabilisieren kannst. Und hoch und tief. Noch drei und tief. Zwei, tief und wir wechseln gleich zum linken Bein. Tief, links hoch, tief, links hoch, tief, Sidekick. Tief auch hier, fest im Standbein, drück dich hoch und tief und natürlich fest im Bauch. Bleib im Oberkörper möglichst ruhig stehen. Tief in den Squat, hoch, Sidekick, tief und hoch. Und beim Sidekick, es geht nicht darum, wie hoch du kommst, sondern es geht darum, dass du deine Außenseite spürst. Beinaußenseite und irgendwann sehr stark die Gesäßaußenseite. Und hoch und tief und hoch und tief und hoch. Setz dich noch ein Stückchen tiefer. Fordere dich bei diesem Workout. Und hoch und tief. Gleich hast du es geschafft. Schon die erste Übung und hoch. Noch drei und hoch, noch zwei, Kick hoch, letztes Mal, hoch, einmal tief, nochmal kurz in dieser Position bleiben, komm an deinem tiefsten Punkt im Squat, nochmal kurz zur Ruhe kommen auf beiden Beinen, einmal noch tief ausatmen, dann stell die Hände auf den Oberschenkel ab, roll dich hoch. Das war das Warm-up und gleichzeitig deine erste Kraftübung für deine Oberschenkel und die Außenseite fürs Gesäß. Wir gehen jetzt einmal zum Boden. Wir kommen danach noch einmal hoch, aber jetzt erstmal eine Stützvariante, die sehr intensiv auf die Rückseite geht. Beinrückseite und vor allem die Gesäßmuskulatur. Komm also erstmal hier in den Stütz. Wenn du das erste Mal überhaupt heute oder generell deine Beine trainierst, empfehle ich, setz mal das rechte Knie ab und heb das linke Bein hoch. Kurzer Kick, kurzer Kick, kurzer Kick. Das ist die sanftere Variante. Du ziehst das Bein in die Länge, nach hinten hoch. Wenn du sehr fortgeschritten und kraftvoll schon bist, mach das im gestreckten Zustand. Ausatmen, ausatmen, hochkicken, hoch. Oder nochmal die sanftere Variante, rechtes Knie absetzen, push nach oben, push. Wenn du nach oben pushst, bitte sei behutsam, geh nicht zu, weil das Becken sollte immer ruhig bleiben. Du spürst, wann dein höchster Punkt erreicht ist. Und zwar dann, wenn hier alles so maximal angespannt ist. Also weiter geht's, hoch, hoch.
Wenn du hochziehst, atme aus. Hoch. Wenn du das Bein gestreckt hast, ist das Streckbein natürlich auch maximal in der Spannung dabei. So, 4, 3, 2, einen letzten, stopp, dann den Fuß absetzen, Knie absetzen, kurz mal ein bisschen lockern. Das war schon ein super Start für die linke Rückseite, nachher mehr. Jetzt erstmal die rechte, also beginne. Vielleicht auch hier linkes Knie absetzen, die sanftere Variante zum Start. Hochkicken, Kick hoch. Das ist zwar ein Kick, allerdings ein geführter Kick. Du führst dein Bein hoch, hoch. Und du siehst, das Bein ist in Spannung. Ich habe die Spannung bis in die Fußzehen. Und hoch. Und hoch. Wenn du mehr magst, linkes Bein ausstrecken, hoch. In die Linie, gerade nach hinten hoch. Hochkicken. 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 Du solltest jedes Mal an deinem höchsten Punkt ankommen. Das spürst du, diese maximale Kraft. Die Gesäßmuskulatur dient dazu, das Bein nach hinten hoch anzuheben. Deswegen ist das die Hauptmuskelgruppe, die arbeitet. Nebenbei Beinrückseite. Genieße dein Beinbizeps zu spüren. Oder natürlich hier wieder, wenn du sehr stark bist. Bein ausstrecken, linkes Stützbein ausstrecken und hoch. Und hoch. Und hoch. Spürst du die Kraft? Ich kann schon fast nicht mehr, weiter geht's. Sanfte Variante, wenn du spürst, uff, das ist ein bisschen viel. Komm hoch. Zusammen sind wir immer stark, also weiter. Hoch, das sind die letzten. Oder natürlich nochmal ausgestreckt. Natürlich. Zähne zusammenbeißen. Wir wollen ja einen Erfolg. Und Erfolg kommt nur, wenn du etwas spürst. Noch 4, noch 3, noch 2 letzte. Ein letzter und ranholen. Super, ich hoffe, es brennt. Weiter geht's nach oben. Schüttel die Beine aus. Wir gehen wieder zu den Oberschenkeln. Einen großen Ausfallschritt. Geh mit deinem rechten Bein über die Matte. Das linke Bein ungefähr beckenbreit nach hinten. Ferse hoch. Wir gehen in die Lunges. Und zwar 3 kleine Pushs unten. 2, 1. Komm hoch. Komm tief. 2, 1. Und hoch. Das ist alles. Fühlt sich gut an? Ja, warte mal. Es fühlt sich gleich noch besser an. Das ist das Schöne. Vorne, das Knie darfst du immer beobachten. Das Knie bleibt ruhig. Ich gehe hier über die Ferse hoch und hoch und tief. 2, 1, komm hoch. Das hintere, dein linkes Knie, das zieht gerade zum Boden. Und tief. Das heißt, das hintere Bein ist angewinkelt. Und tief. Und tief. Und vorne immer wieder über die Ferse. Und hoch. Komm tief. Sehr schön. Bleib dran. Hier ist alles mit am Arbeiten. Das ganze Bein, der ganze Oberschenkel. Und wenn du tief genug kommst, auch wieder hier die Außenseite bis in die Gesäßmuskulatur. 4 mehr davon mit dem rechten Bein vorne. Komm hoch. Je mehr du die Ferse reindrückst in den Boden, desto mehr wirst du die Außenseite spüren. 2 letzte. So, letztes Mal. Komm tief für 2, für 1 und dann weit nach vorne. Ausschütteln, einen Schritt zurück und zwar mit dem rechten Bein. Linke Seite. Erstmal großer Ausfallschritt. Stell dich gerade, Oberkörper fest, aufgerichtet. Los geht's. Tief. 3, 2, 1. Drück dich hoch. Auch hier beobachte, es ist auch manchmal ein bisschen wackelig, dass dein Knie über der Ferse bleibt und dass du dich, ich heb immer wieder bewusst den Fuß an, die Ferse so in den Boden schiebt und dich über die Ferse hochdrückt. Tief, tief, tief und hoch. Ja, die zweite Seite ist meistens etwas intensiver zu spüren. Die hat schon gerade eben mitgearbeitet, hinten schon. Und deswegen ist es immer intensiver. Spür trotzdem auch nochmal, je tiefer du kommst, die Außenseite, Gesäßmuskulatur. Bleib dran. Nur dann ändert sich was, wenn es allmählich anfängt zu brennen, heiß zu werden. Dann weißt du, die Muskulatur arbeitet, es verändert sich die Struktur. Das Fett drüber wird vielleicht gerade weggefressen. Genieß diesen Gedanken, schön. Bleib dran, hier. So, nochmal, 4 mehr. Und nochmal, hoch. Noch 3, bleib dran. Und 2 mehr, tief.
an deinem tiefsten Punkt. Denk an das hintere Knie. Das zieht direkt zum Boden. Letztes Mal. Und dann hoch. Locker dich aus. Es geht weiter. Wir gehen in Bauchlage. Rückseite. So. Schlanke Beine. Einen straffen Po. Straffen Po, den kriegen wir am besten durch diese Übung. Königsdisziplin. Du darfst in Bauchlage ankommen. Die Beine anwinkeln, die Knie ein bisschen nach außen nehmen, Fersen zusammenbringen. Das gibt dir Halt. Wenn du magst, legst du die Stirn ab oder du hältst den Kopf. Das ist Geschmackssache. So, von hier Bauchnabel einziehen, Becken in den Boden schieben. Heb die Beine ein bisschen an. Und wieder ab. Anheben. Das heißt, die Knie und die Oberschenkel heben sich ein paar Zentimeter an. Nach hinten sind wir eingeschränkt von der Bewegung. Also du wirst hier nicht ewig weit hochkommen. Trotzdem spürst du die Kraft. Und ab. Spann an. Atme aus und ein. Etwas entspannen. Hoch und tief. Ausatmen. Ein. Natürlich darfst du sehr gerne die Stirn ablegen. Und ab. Und hoch. Und ab. Wenn du magst, drückst du deine Fersen fest zusammen. Das gibt dir diese Stabilität. Vielleicht kommst du dadurch nochmal einen Zentimeter höher und tief. Kneif die Pobacken zusammen. Spür diese Energie dabei. Und ab. Und hoch. Und weil die Beine so angewinkelt sind, hast du immer deinen Beinbizeps mit dabei. Der arbeitet genauso. Beinrückseite und ab. Und was wollen wir Frauen? Genau diese Partie. Hoch und tief. Und hoch und tief. Und hoch. Bleib dran, auch wenn du jetzt schon was spürst. Bleib dran. Ein Workout, das du zu kurz durchziehst, bringt nichts. Lieber mal einmal so richtig durchbeißen und dafür dann wirklich das Gefühl auch bekommen. Hoch und tief. Sobald sich die Knie anheben, schieben deine Beckenknochen noch fester in den Boden. Und ab. Und hoch. Tief. So, die letzten vier, die schaffst du noch mit mir. Drei. Und ab. Zwei. Und jetzt, nein, wir hören nicht auf, wir bleiben oben. Halten. Halten, halten. Und wenn du willst, wenn du noch mal so ein bisschen kleinen Kick willst, hoch. Push, push, push. Push, gar nicht mehr ablegen, gar keine Entspannung. Bleib dran, bleib dran. Es brennt, es brennt. Oh, was für ein tolles Gefühl. 5, 4, 3, 2, letzter Stopp. Und dann langsam ablegen. Ha, nee, wir sind noch nicht fertig. Komm hoch. Ui, wir arbeiten gut. Wir setzen uns sehr entspannt hin. Allerdings, das Entspannte ist jetzt auch nur kurz vorübergehend. Wir arbeiten in die Vorderseite. Wenn wir so toll jetzt die Rückseite und sie brennt immer noch, sie pulsiert, bearbeitet haben, ist es sehr, sehr sinnvoll, auch die Vorderseite zu bearbeiten. Du kannst dein rechtes Bein stehen lassen. Du kannst dich hier festhalten oder dich hinten abstützen. Diese Übung machen wir nur kurz. Die ist sehr, sehr intensiv. Das Bein ist lang, das Bein ist schwer. Streck es aus. Leg dich ein Stückchen zurück. Mach dich fest im Bauch. Heb das Bein. Ein Ticken an, ein Ticken ab. Hoch und tief. Das ist alles, das sieht total locker aus. Und wenn du es so richtig mit Spannung machst, also das Knie durchstreckst, nicht locker lässt, so ausstreckst, dass die Ferse wegschiebt, dann wirst du merken, es ist alles maximal in der Spannung, hoch und tief. Und auch hier, es geht nicht um Höhe. Es geht darum, dass du dein Bein in die maximale Spannung bringst. Ausatmen, ein, hoch, ab. Wenn du merkst, oh, das geht fast gar nicht mehr, dann gibt es eine kleine Variante. Hier, Knie ranziehen und strecken. Diese Variante können wir tatsächlich etwas länger durchführen. Aber die ist jetzt nur, damit du wieder ein bisschen Kraft bekommst und dann nochmal die gestreckte Variante durchziehst. Hoch und ab und hoch und ab. Vier mehr schaffst du. Und ab, es brennt, es geht ganz schnell. Und ab, zwei letzte, hoch und ab, letztes Mal oben halten, kurz halten, spür nochmal die maximale Kraft und Energie und dann ranziehen, kurz lockern, ausklopfen und andere Seite. Auch hier leg dich am besten zurück oder halte dich hier vorne fest. Streck das rechte Bein aus, beginne von unten. Ausatmen hoch, einatmen tief. Je weiter du dich zurücklehst, desto leichter ist es natürlich. Je weiter du dich nach oben aufrecht hinsetzt, desto intensiver ist es. Deswegen lehn dich ruhig ein Stückchen zurück.
Spüre die Kraft. Schieb vielleicht die Ferse noch mal aktiver weg. Das Knie sollte immer durchgestreckt sein. Weiter geht's. Bleib dran. Hoch und tief. Und sobald es so dieses Gefühl so kurz vorm Krampf im Oberschenkel, dann ist das für dich das Zeichen. Vielleicht willst du das Knie kurz ranziehen und strecken und ranziehen und strecken und ranziehen und strecken. Und zwar so richtig, wie wenn du gegen einen Widerstand schiebst. Und ran und strecken. Und dadurch bekommt dein Oberschenkel wieder so ein bisschen mehr Motivation, mehr Kraft. Dann kannst du nochmal in die gestreckte Variante. Und hoch und tief. Bleib dran. Denk dran, der Oberschenkel, der ist am Arbeiten. Der hebt dich an. Das macht natürlich der Hüftbeuger, das Anheben. Und es geht weiter in den Oberschenkel. Bleib dran, hoch und tief. Das Knie ist fest und maximal ausgestreckt. Vier letzte und ab. Und drei und ab. Letztes Mal hoch. Ach nein, jetzt erst das letzte Mal hoch. Stopp, 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 stopp. Und dann Knie ranziehen. Das war super. Vorderseite. Wenn wir die Vorderseite trainieren, ist auch immer ein bisschen der Innenanteil mit dabei. Sehr schön. Danach geht's in Rückenlage. Ach, wir sind am Boden angekommen. Ein sehr gutes Gefühl. Trotzdem haben wir noch eine Übung, bestehend aus zwei, drei Varianten. Becken heben. Das heißt, du hebst oder du holst deine Fersen heran, legst die Arme entweder zur Seite neben dich oder ganz ausgestreckt auf Schulterhöhe ab. Dann heb das Becken an, ausatmen, einatmen tief. Erstmal zum Ankommen an deinem höchsten Punkt. Mach das ein paar Mal dynamisch. Und ab. Um überhaupt hochzukommen, benötigen wir wieder die Kraft aus Beinrückseite und Gesäßmuskulatur. Hoch und ab. Und hoch. Bleib jetzt beim nächsten Mal oben stehen, an deinem höchsten Punkt. Wenn du also von unten so an dir heraufschaust im Prinzip, dann siehst du das Becken in der Linie zwischen Oberkörper und Oberschenkeln. Dann bist du wirklich an deinem höchsten Punkt. Achte darauf, dass die Knie möglichst parallel bleiben, also nicht zu weit nach außen fallen. Entspann deine Schultern und bleib hier. Atme. So, nochmal einatmen mit dem Ausatmen. Lass die linke Rückseite mal locker. Das heißt, dein linkes Becken fällt nach unten. Einatmen, jetzt hier anspannen, hochschieben. Ausatmen, einatmen, wieder rechts tief. Die linke Seite bleibt fest, die rechte Seite entspannt. Und hoch und links und hoch und rechts und hoch. Sinke tief, schieb hoch, sinke tief und hoch. Diese Übung macht auch noch richtig Spaß. Du kannst die Seiten einzeln anspannen und entspannen. Du hast also immer wieder eine Entspannungsphase und deswegen können wir diese Übung auch relativ lange durchhalten. Sinken und hoch und sinke ab und schieb wieder hoch. Genieße das und achte bitte nochmal auf die Schultern, dass die wirklich locker sind. Es ist nur die Rückseite am Arbeiten. Tief und hoch und allmählich, auch wegen der Kombination der anderen Übungen davor, dürftest du jetzt spätestens deine Gesäßmuskulatur spüren und dein Beinbizeps hier, die Beinrückseite und tief und hoch. In der Mitte bist du immer wieder am höchsten Punkt und tief links und hoch und rechts und hoch. Spürst du das? Bleib dran, das sind die letzten Wiederholungen. Rechts tief, hoch und tief und hoch und tief und hoch. Und einatmen aus. Es sind die letzten vier. Rechts beginnt. Hoch. Noch drei. Links tief und hoch. Zwei. Und hoch. Letztes Mal links tief. Und wieder hoch. An deinem höchsten Punkt. Ende. Wenn du wieder von dir, von dieser Position hochschaust, ist das Becken noch am höchsten Punkt. Halten, halten, halten. Und langsam abrollen. Kurze Entspannung. Zieh die Knie heran. Und locker dich aus. Hey, merkst du, die Beine und die Gesäßmuskulatur ist relativ schon müde. Eine letzte Übung. Wieder aus der Grundposition Becken angehoben. Stell die Füße auf, nicht zu weit auseinander, leg die Arme zur Seite auf und heb das Becken. Komm an deinen höchsten Punkt. Jetzt löse den rechten Fuß, streck das rechte Bein gerade nach oben aus. Das heißt, die Arbeit kommt jetzt einzig und allein aus deiner linken Rückseite. Das ist wie so ein E-Tupfen, den ich dir jetzt gebe. So nochmal zum Pushen. Wir schieben aus der linken Rückseite das Becken,
das rechte Bein nach oben. Die kleinsten Pushs, solltest du gerade eben gesagt haben, das hat dir noch nicht gereicht. Hoch, hoch, hoch. Ah, spürst du es? Ich spüre es definitiv. 4, 3, 2, einen letzten. Hochhalten, halten und rechten Fuß absetzen. Möglichst oben bleiben, bleib oben, bleib oben, bleib oben. Du kannst jetzt die ganze Kraft auf rechts geben. Die rechte Seite ist wie frisch. Merkst du es? Los geht's. Linkes Bein anheben, ausstrecken, kurz halten, stabilisieren und push. Und push. Die ganze Kraft kommt aus deiner rechten Rückseite. Genieße dieses Gefühl. Es wird in deiner rechten Gesäßhälfte brennen. Es ist heiß. Halte. Bleib dabei, bleib dabei. Hier. Kleine Push. Kleine Push. Der E-Tupfen für die rechte Rückseite. 4 noch. 3. 2 letzte und halte nochmal, setze jetzt den linken Fuß ab, bleib nochmal kurz oben. Über beide Beine verteilt hast du viel mehr Kraft. Merkst du das? Das fühlt sich an wie eine neue Übung. Ist es aber nicht. Das ist schon fast Entspannung. Ach, jetzt gehen wir wirklich zur Entspannung. Roll dich ab, leg den Rücken ab. Spür dein Becken am Boden, setz vielleicht die Füße etwas nach vorne. Entspannen. Deine gesamte Rückseite, deinen Rücken, alles darf entspannen. Du kannst die Knie ein bisschen nach rechts, nach links nehmen. Super gemacht. Das war ein Kurzprogramm, ein sehr knackiges. Du solltest jetzt definitiv deine Beine spüren. Wenn du dieses Programm einige Male machst, wirst du eine Veränderung wahrnehmen. Auf jeden Fall. So, komm zurück. Hol die Fersen etwas näher. Nimm das rechte Bein über das linke. Lass das rechte Knie nach außen fallen. Nimm beide Hände an den linken Oberschenkel. Zieh die Beine an dich heran. Damit du jetzt mehr deine rechte Außenseite spürst, nimm deinen rechten Ellbogen und schieb ihn gegen das rechte Knie oder den rechten Oberschenkel und zieh nochmal ganz nah an dich heran. Das ist eine sehr, sehr schöne Dehnung. Dann stell den linken Fuß ab, nimm das rechte Knie, das rechte Bein ganz eng übers linke. Öffne nochmal die Arme und dann verschieb deine Knie, leg sie zu deiner linken Seite ab. Nimm den Blick zu deiner rechten Hand. Auch das wirst du jetzt hier in deiner Außenseite rechts außen ein bisschen die Gesäßmuskulatur spüren. Auch wieder sehr angenehm. Es zieht weiter in den unteren Rücken und der ist immer mit dabei, wenn wir über die Rückseite die Beine trainieren. Genieße, lass los, entspanne. Und dann roll erst den Kopf zurück, heb langsam die Knie an. Löse das rechte Bein, stell den rechten Fuß ab und beginne mit links. Linken Fuß aufs rechte Knie. Umfasse den rechten Oberschenkel, nimm beide Beine an dich heran und drück jetzt nochmal mehr mit dem linken Ellbogen an dein linkes Knie. Ah, das zieht schön hier rein. Tolles Gefühl. Mit dem nächsten Ausatmen setz den rechten Fuß ab. Nimm das linke Bein ganz eng übers rechte. Lass deine Knie zu deiner rechten Seite fallen, ganz tief, so tief wie du kommst. Und wenn du am tiefsten Punkt bist, wirst du wieder hier über die Außenseite in die Gesäßmuskulatur und vielleicht weiter auch in den Rücken wieder die Dehnung spüren. Leg den linken Arm ab, nimm den Blick zu deiner linken Seite. Und dann atme ein, komm zurück. Leg das Becken korrekt hin, nimm das linke Bein vom rechten, umfass den Oberschenkel und setz dich einmal auf deiner Matte, beziehungsweise komm über die Seite auf deine Knie, öffne die Knie nur ein bisschen, schieb langsam das Becken zurück, bis du auf deinen Fersen angekommen bist. Und dann wander ganz langsam und weich nach vorne, bis du an deinem tiefsten Punkt bist. Diese Position, die dehnt dich über die gesamte Rückseite wieder. Beine, Gesäß, Unterrücken. Von hier verschieb dich so ein bisschen nach rechts. Setz dich um, deine rechte Ferse. Dehne mehr und gezielt deine rechte Außenseite und Rückseite. Dann komm über die Mitte, versetz dich ein bisschen mehr nach links, dehne jetzt mehr deine linke Außen- und Rückseite.
Und dann komm zurück in die Mitte. Wander mit den Händen zurück, stell hinten die Füße auf, komm in eine kleine Hocke, um dich dann hier langsam aufzurollen. Bis du oben aufrecht bist. Locker die Beine aus, schüttel sie ein bisschen aus. Das darf sich sehr kraftvoll, dynamisch, gestärkt anfühlen. Dann komm auf dein rechtes Bein. Nimm die linke Ferse nach hinten, schieb dich in die Streckung. Nimm das Knie etwas zurück und schieb unbedingt das Becken nach vorne, sodass du die gesamte Vorderseite hast. Steh stabil, heb das Brustbein, bleib fest im Bauch. Dehn dich so, dass du auf jeden Fall von hier unten vom Knie nach oben über den gesamten Oberschenkel bis zum Hüftbeuger den Oberschenkel spürst. Dann löse langsam auf, bitte nicht nach unten knallen, sondern nimm das Knie vor und steige aus dieser Dehnposition. Locker dich aus, wechsel. Stehe auf dem linken Bein, nimm die rechte Ferse hoch, beginne das Knie nach hinten zu schieben, das Becken ein bisschen nach vorne, richte dich auf, sei stolz, spüre alles in deiner Vorderseite, genieße das jetzt. Ein bisschen länger. Mit jedem Ausatmen kannst du vielleicht noch das Knie nach hinten schieben, noch ein bisschen mehr Länge bekommen. Zwei Atemzüge noch. Und dann auch hier langsam aussteigen. Nimm das Bein nach vorne, das Knie, setz den Fuß ab, locker dich auch hier nochmal. Schüttel noch ein letztes Mal richtig aus. Dann atme ein, mach dich lang. Energie schöpfen, ausatmen. Das war ein super Workout für deine schlanken und kraftvollen Beine und einen knackigen Po. Vielen Dank fürs Mitmachen.